sehen mich nicht. Ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's abgehangen. Ja, Gott sei dir so scheiße. Oh. So, Leute, herzlich willkommen zu einer Folge GTA Online. Da letzte Woche ja nichts kam, wie euch vielleicht aufgefallen ist, das ist schon wieder alles Mission hier, aufgefallen ist, versuche ich es heute nochmal. Das letzte Mal, letzte Woche ist nichts gekommen, da ich Probleme mit meinem Laptop und der Software zum Speichern hatte, mit dem ich das Ganze hier aufnehme. Also, ich habe momentan, wie man hier sieht, oh, sind sogar ein paar Leute online, und zwar nur 18, noch 661.000 Dollar momentan. Ich mache das Ganze jetzt ein bisschen schneller. Gehe schnell in die Garage und so weiter. Das Apartment 1,1 Millionen so. Ich habe mir ein neues Spielzeug zugelegt vor kurzem erst. Und das möchte ich jetzt mal testen. Und zwar für 3 Millionen ein teures Spielzeug. Hier haben wir ein paar Autos. Habe ich mir auch neu zugelegt. Ein Audi R8. Schön. Was nehmen wir? Nehmen wir die Reviper? Nehmen wir die Porsche? Ich glaube, wir nehmen den Porsche, oder? Aber zuerst, wie ich auch in der letzten Folge gesagt habe, aber da das Ganze nicht funktioniert hat, sage ich es nochmal, den Passivmodus aktivieren auf jeden Fall, damit ich nicht erschossen werde. Nehmen wir den Porsche. Yeah. Yeah. Natürlich ein klein wenig modifiziert. Als allererstes mal, wie immer, das Radio aus. Gut, ist aus. Alles klar. Ja, da fahrt ihr noch einen Porsche, Alter. Sogar dasselbe Lack. Oh, stopp. Zuerst müssen wir ja mal... Oh, da ist gerade ein VIP-Event. Unsere schönen, unsere Route festlegen, wo wir langfahren. So. Alles klar. Der Porsche liegt sehr gut in der Kurve und so. Das ist sehr geil. Freue ich mich jedes Mal. Ja, Überfall auf Human Labs, ich weiß, Lester. Wer kreischt da schon wieder rum? Wie ihr seht, bin ich ein sehr vorsichtiger Autofahrer. Mir passiert so gut wie nie irgendwas. Habe ich das Gefühl. Ich fahre halt so wie in echt, ne? Also. Rackig, zackig, auf in den Supermarkt. Oh, Scheiße! Yo. So viel zu dem Thema. Ich bin ein guter Autofahrer. Ja. Gut, ab zu meinem Spielzeug. Ich hatte mal zwischenzeitlich etwas mehr wie 5 Millionen, habe natürlich etwas ausgegeben. Das ist ja eigentlich Sinn des Spiels, dass man sich auch was kaufen kann, das Geld zu bekommen. Also, jetzt spare ich gerade... Alter, Leute! Also wie gesagt, jetzt spare ich gerade für eine Yacht. Eine XXL-Yacht. Allerdings in der Ausstattungsvariante, wie ich mir sie holen will, kannst du ja selber ausstatten. Das ist natürlich ganz geil, gefällt mir sehr gut. Würde das Ganze etwa 9,9 Millionen kosten, bedeutet, da ich jetzt 600.000 habe, könnt ihr ja ausrechnen, oh Alter, könnt ihr ja ausrechnen, wie lange das noch dauern würde, oh Scheiße, wo fahre ich denn wieder rum, egal, nehmen wir den Weg oben rum, so, das könnte etwas dauern, bis ich dieses Geld zusammengespart habe, deswegen wird es noch ein paar Folgen geben, bis ich mir die Yacht zulegen kann, so, wobei ich natürlich auch nebenher was spiele, ist natürlich logisch. Denn GTA ist einfach... Es ist etwas schwer, sich aufs Fahren zu konzentrieren, wenn man da am Labern ist. Ist etwas schwer... Beziehungsweise... Oh, Scheiße! Verdammt! Ist wieder ein... Naja, Monster ist dann fehlgeschlagen, klar. Das ist wieder so richtig typisch. So, alles klar, rufen wir an. Oh! Falsches, nein, falsche Knöpfe, falsch. Ja. Oh, ne, kann ich gar nicht löschen. Rufen wir an bei Pegasus und holen uns unser Spielzeug. Und zwar die Hydra. Yeah. Das ist schön. Natürlich, das ist geil, ne? Das wird hinten angezeigt, fast dann vorbei, Bab ist hier. Da ist meine Hydra. Ich bin schon der King, ne? Weil wer kauft sich sonst so einen riesen Kampfjet? So, mal hochgekraxelt hier. Jo. Rein. Auch hier natürlich gleich das Radio ausschalten.
Falls es an ist, schalte schon mal den Knopf, gut ist aus. Alles klar. Dann testen wir das Ganze mal. Oh, die Frage. Na gut, wird gleich sehen. Senkrechtstarter. Schon sehr, sehr geil. Fahrwerk einklappen. Alles klar. Wie tut man nochmal umschalten? So düsenmäßig? Ah ja, so. Ui. Alles klar. Gut. Spielzeug ist schon geil. So. Jetzt muss ich wieder in den Senkrechtstarter-Modus. Dann kann ich nämlich auf der Stelle stehen und kann den Passivmodus wieder deaktivieren. Weil in der Luft sollte einem normalerweise nicht so viel passieren. Normalerweise, sagt man. So schön, ne? Den Motor auf Touren bringen. Wieder umschalten. So. Gut. Passivmodus ist wieder deaktiviert. So, Raketen. Ungelenkte Raketen. Kanone. Yeah. Ja, das Ding ist einfach schon der Wahnsinn. So. Schön. Also, ja. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll, ne? Weil irgendwie bei GTA ist, wenn man nichts Großartiges zu tun hat, bleibt ein bisschen Gespräch dafür. Okay, machen wir jetzt mal eine Fassrolle. So. Nice, nice, nice. Ja, ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Fallschirmsprung. Das Tolle ist, wenn die Hydra abstürzt, je nachdem, na gut, so toll ist das nicht, aber ich wenn sie abstürzt, kann ich für 200 Dollar, kann ich mir sie einfach wiederholen. Das ist eigentlich sau witzig. Vor allem sau günstig, wenn man vorher 3 Millionen dafür bezahlt hat. So. Alles klar, dann müssen wir natürlich erstmal ein bisschen hoch. Damit es sich auch lohnt, dann Fallschirmsprungmäßig. Weil ohne Höhe kein Fallschirm, ne? Nur ein bisschen bewegen. Also bei der Blair anfängt zu vibrieren, kann es zum Strömungsabriss kommen. Das ist nicht cool. Dann fällst du wie ein Stein. So, dann kannst du wieder drehen. Schauen, wie hoch wir sind. Ach Gott, das ist gar nicht mal so hoch. Ich glaube, ich fliege irgendwie schräg nach hinten. So, probieren wir es mal den Winkel nach oben. Und dann machen wir einen richtig schönen, krassen Fallschirmsprung. Wie es gehört. Richtig, richtig nice. Richtig, richtig fresh. Oh, sind alle hoch genug? Was denkt ihr? Nur mal wieder den Schwebemodus umschalten. Dann können wir das Ganze mal analysieren, wie hoch wir eigentlich sind. Und ob sich das Ganze lohnen würde. Ja. Motor auf Touren. Aber ich würde natürlich sagen, da geht noch was, oder? Jungs, da geht noch was, Leute. Oh, sieh da. Der Sternenhimmel. 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 Ja, jetzt wisst ihr auch, warum ich nicht Sänger geworden bin. Diese Musur hat Screaming Eagle erledigt. Das ist toll. Das freut natürlich andere Spieler hier so. Ja, ich würde sagen, das ist hoch genug eigentlich so von Anfang. Alles klar, dann Abflug! Yeah! Ich fliege! Ich kann fliegen! Da hinten ist mein Auto irgendwo. Ah! So, schön, der absolute Halo-Jump hier. Geht's vorwärts. Wenn man sieht, wie langsam das erst größer wird, ne, das ist der Wahnsinn. Je nachdem, jetzt bin ich mal gespannt. Yeah! Ob mein Flugzeug eigentlich abgeholt wird, weil das letzte Mal war es, als ich gesprungen bin, hat das Ding. Ja. Ah ne, es wurde zerstört. Gut. Na gut, was heißt gut, das ist schlecht. Aber. Oh scheiße. Ich pack's nicht bis zu meinem Auto. Leute, ich pack's nicht bis zu meinem Auto. Muss ich hier zwischenlanden mein Auto holen? Ach, ist das blöd. Ach, ist das so kacke. Na gut, die werden da schon ein Auto haben. Habt ihr da irgendwo ein Auto? Daneben steht ein Auto.
Da steht ein Auto. Ein Automobil. Nein, da stand doch kein Automobil. Oh, Stromleitung! Hier irgendwo ein Auto. Alter. Landung. Was zur Hölle war das, Alter? Ah, so aus, bin ich da oben irgendwo hängen geblieben. Gar nicht cool. Nicht cool, Leute. Nicht cool. Fällt mir nicht. So. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein Problem, dass ich kein Auto habe. So. Passivmodus aktivieren wieder. Weil ich habe keinen Bock abgeknallt zu werden. Nein, komm, lass mich drin. Vielleicht habe ich ja mal Glück und es knallt mich keiner ab. Find dein Auto. Ja, falls ihr euch wundert, warum ich so schnell bin. Natürlich die Ausdauer voll. Oh, da steht ein Fahrzeug. Schnappt ihr diese Fahrzeuge? Nein, heute nicht. So, jetzt machen wir das, was wir eigentlich nicht tun sollten. Merkt euch das. Kinder, bitte nicht zu Hause nachmachen. Ah. Schnell aus. So, alles klar. Jetzt müssen wir erstmal wieder da hinten hinkommen. Ach gut. Was ein Scheiß. So. Gut, das schaffen wir schon. Das kriegen wir in dieser Folge bestimmt noch gedeichselt, geregelt und Co. Fahre ich überhaupt richtig? Ja, ich fahre richtig. Schön. Also, ja, fahren wir in der Nacht ein bisschen durch die Gegend, ne, wie es so gehört. Biegen ganz elegant ab. So. Die Brücke. Eigentlich ist die Stadt schon schön designt, muss man echt sagen. Das fällt mir jedes Mal wieder auf. Vor allem auf der PS4 ist natürlich die Grafik so der Wahnsinn. Dass man glatt meinen könnte, das wäre alles echt. Mit Sicherheit hat sich das auch manche andere Leute schon gedacht, dass es echt wäre. Aber als sie dann im Knast waren, haben sie wahrscheinlich gemerkt, scheiße, das ist doch nicht echt. So. Ja, ich fahre also, wie gesagt, auch so wie ich privat fahre. Immer schön, schnell, stark ans Ziel. Jetzt nicht falsch verstehen, strack natürlich nicht, also voll bin ich meistens nicht beim Autofahren. Meistens. Weil betrunken sollte man kein Auto fahren. Hat übrigens das letzte Mal eine Freundin gemerkt. Ich hab ihr noch gesagt, Mädchen, lauf. Ja, ich kann das noch. Ich so, nein, du läufst. Ja. Was ist passiert? Einsteigen konnte, fahren konnte. Einparken konnte, nur ausparken war nicht mehr so. Ist mal schön gepflegt im Auto an der Mauer des Nachbars hängen geblieben. Und was macht dann der liebe betrunkene Mensch von heute? Hm? Leute, was denkt ihr? Richtig. Man kommt nicht auf die Idee, rückwärts zu fahren, damit man von der Mauer wieder wegkommt oder so. Nein, sie tritt voll aufs Gas. Vollgas. Dementsprechend sieht das Auto aus. Also, Leute, don't drink and drive. Merkt euch das. Ich merke, ich tue heute wieder etwas Aufklärung. Treiben. Huh, toll. Das ist auch geil. Das sollte ich übrigens auch nicht nachmachen. Das geht meistens nicht gut. So. Jetzt die Frage. Packt das Auto das? Oh Gott. Oh, er hat es tatsächlich gepackt. Monster ist dann fehlgeschlagen. Ach was. Oh, die Motorhaube hat sich verabschiedet. Der Motorblock, schön rot lackiert, muss man sagen. So. Jetzt ab zu meinem Auto. Das Originalauto wieder nehmen und ab Richtung Haus. Und mal schauen, was uns auf dem Weg alles so noch über den Weg läuft. Ein Kampfheli, Alter, ein Kampfheli. Ein Kampfhelikopter. Kampfheli, Kampfheli, Kampfheli. Wahrscheinlich werde ich jetzt gleich gesucht ohne Ende, weil der vermutlich nicht mir gehört. Weil ich habe ihn nämlich nicht bestellt. Ja. Da habe ich auch einen Fallschirm. So, Leute. Schon hammerhart. Ah, ja, genau. Immer kontrollieren, ob das Radio an ist, weil... Die Sache ist, Headset und Ton vom Spiel sind getrennt. Bedeutet, ich höre das Ganze nur über den Bildschirm. Der Bildschirm ist etwas leise. Und da ich das Headset natürlich aufhabe, höre ich vom Bildschirm noch weniger. Ist halt echt blöd, dass das Auto... das Auto, der Helikopter? Ich müsste mal schauen. Da hinten, glaube ich, irgendwo
hin, kurzer Blick. Irgendwo da hinten war mal so ein, ich glaube, das war hier. Oder? Kann das sein? Hier oder hier? Hm. Wenn dann hier so ein anderer Heli mit Haken. Ich glaube, den hole ich mir mal und dann versuche ich mittels dieses Helis und dem Haken mein Auto zu meiner Wohnung zu transportieren. Das funktioniert, ist so eine Frage. Wenn ja, bin ich echt der Meister, dann bin ich der Käse. King of the Rings, so. Also nicht Lord. Lord of Water, sondern King of the Rings. So, ein bisschen sinken. Sinkflug, Sinkflug, Sinkflug. Gut, hier war übrigens nicht der Helikopter, falls ihr das gedacht habt. Ha, habe ich euch mal wieder schön rangekriegt, ne? Ja, late bin ich ja nicht, ne? Das muss dann hier gewesen sein. Scheiße gelaufen. So, und weiter geht's. Ich muss übrigens immer darauf achten, manchmal wird nämlich von irgendeinem komischen, nennen wir es mal Arschlochkinder anvisiert da unten, die dich einfach meinen, ich kann dich mal runterholen. So, ja, hier war das. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier im wahrsten Sinne des Wortes war. Oder steht da eine? Nein, sieht nicht so aus, ne? Vielleicht erscheint er auch, wenn ich ein bisschen näher komme erst. So wie bei den Autos sieht man ja auch nicht immer direkt von ganz oben. Na gut, aber mittlerweile komme ich schon extrem verdächtig weit runter. Wenn er jetzt nicht langsam auftaucht, lande ich wahrscheinlich auf ihm. So. Aha. Nur sieht schlecht aus, Leute, ne? Da war mal eigentlich eine. Das ist natürlich wieder blöd. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen wieder zurück. Oh Gott, da sind noch mehr Kampfhelis. So, wenn wir in eine Kampfheli-Schlacht gehen, komm, machen wir. Das machen wir. Bah. Action. Oh, Kamera nicht so verziehen, sonst sehe ich nichts. So. Ab zum Flughafen. Ich würde jetzt gerne Musik anmachen, ne, aber dann komme ich wieder in GEMA-Scheiß. Also, das gefällt mir einfach nicht. Also fange ich selber an zu singen. Highway to Danger Zone. Danger Zone. Aber ich habe jetzt schon gar keinen Bock mehr, das überhaupt mehr anzuhören. Da hinten sind sie. Gar kein Heli mehr, der da hinten hat noch eine. Da unten ist er. Ja, der fliegt ja gar nicht, man, das ist ja langweilig. So, vielleicht werde ich mit Sicherheit anvisiert. Was kann ich da eigentlich auch eine Fassrolle machen? Würde mich mal interessieren. Nein, schade. Ah, habt ihr es gehört? Ich werde anvisiert. Nein! Bastard! So was hasse ich ja. So, respawn. Jetzt habe ich Glück und komme so direkt an mein Auto. Das sind schon ein paar Penner hier. Da denkst du nichts Böses. Alter, bin ich außerhalb vom Flughafen. Ich glaube, es geht los hier. Wisst ihr, ne? Du machst das Sightseeing-Flug über ihn. Willst ihn eigentlich gar nicht angreifen, ne? Zumindest denken sie das. Und was passiert? Greifen sich an, die Popsack. So. Achso, da hinten ist der Aktenkoffer, vielleicht deswegen. Ah. Oh Mann. Na gut, was man dazu sagen muss mit dem, wie heißt's? Mit der Hydra hatten sie mich auch schon öfters mal anvisiert, hat mich aber nie getroffen, weil ich bin einfach zu schnell für die Aktion. So. Huh. So, gut, da stehen noch ein paar Autos. Alter, jetzt werde ich auch noch mit 4 Sternen gesucht. Willst du mich verarschen oder was? Passivmodus, definitiv Passivmodus. So, jetzt Leute, seht ihr mal richtig Action. Jetzt geht's nämlich spät ab. Chaka, chaka. Oh, leck mich am Arsch, Alter. Das ist alles voll. Ach du Scheiße, SWAT. Oh, yeah, Nigga. Yeah, 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 yeah.
Weg, ihr Bastarde. Da ist mein Auto. Verdammt! Verdammt! Die Heli sind einfach zu brutal. Rein! Rein! Gib Stoff, Junge, gib Stoff! Da, du alter Chatmeister. Bleibt mir doch vom Leib, ihr Bastarde. Ja, ich kann jetzt keine SMS lesen. Mach das scheiß Tor auf, Junge. Mach das verschissene Tor auf. Mach das Ding auf. Schranke, scheiß drauf. Oh, gut. Ich suche dich mal auch gemütlich. Alter. Die Flucht schlechthin, Leute. Juhu, yeah. Kontrolle behalten. Kontrolle verloren. Ja, von vorne kommen sie. Ab. Jetzt wäre Musik natürlich noch cooler, aber leider keine Musik. So, Leute, jetzt kommt GTA-Flucht Nummer 1, Offroad. So, jetzt nur hoffen, dass sich die scheiß Helikopter nicht blicken lassen. Nicht so wie dieser Babsack, verdammte Kacke. So, vielleicht habe ich Glück und der überfliegt mich einfach. Ich glaub's zwar nicht. Alter, wo kommen die alle gar her? Komm, flieg einfach vorbei. Komm schon. Flieg vorbei. Er hat mich echt nicht gesehen bisher. Scheiße, neben kommt noch einer, aber der ist auch dran vorbei. Die sehen mich nicht. Ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's abgehangen. Ja, Gott sei dir so scheiße. Oh. Au. Apropos Scheiße. Ach du mein lieber Gott, ey. Ey, Leute. Da fahren sie, Idioten. So, ich hab's echt drauf. So, ab in mein Haus hier, mein 1,1 Millionen Penthäuschen. Das sieht das Auto aus, verdammt. Da hat der Handwerker, beziehungsweise Mechaniker bei mir in der Werkstatt wieder viel zu tun. Der freut sich wieder. Übers Geld. Da fahren sie. Oh mein Gott, dass ich denen wirklich entkommen bin. Tja, ne? Offroad ist immer eine Lösung. Oh. Noch nie jemand so geiles gesehen wie mich. Yeah. Ey, na, Specki. Oh. Das finde ich auch so witzig, ne? Hallo? Mach da mal in echt, ne? Da hast du direkt, sag mal, Turmbrettenschädel. Nicht cool. Aber hier kannst du durchfahren, als ob es Pappkarton wäre. Yeah. Immer langsam. Immer langsam mit dem alten Pferd hier. So. Gleich haben wir es geschafft. Gleich sind wir in der Wohnung. Gleich sind wir safe. Ahai! Ach du mein lieber Gott, sieht das aus. Aber Hauptsache die Neonröhre leuchten noch, ne? Das ist immer schön. Der gute Porsche. Der gute Porsche. Der gute Porsche. Ja. Ja. Hi, Schnecki. So. Oh, Motorhaube verabschiedet sich. Ich habe es geschafft. So, und jetzt kommt das Wunder des GTAs. Das Auto ist schon wieder gerade, wie man sieht. Gar nicht mehr eingebeult vorne. Die Motorhaube ist zwar weg. Aber jetzt ist sie wieder da. Ist doch schön, ne? Warum sind die Neonlampen noch an? Hallo? Das Auto insgesamt ist noch an. Warum ist das noch an? Jetzt ist es aus. Ich wollte schon sagen, du tust ja uns vergiften hier. Ja, wie man sieht, hat man hier einen Aston Martin. Das ist Aston Martin. Das war, was war das? Good question, weiß ich selber nicht mehr. So, Aston Martin, der Kuruma, gepanzert. Mustang GT, übelst geiler Lowrider. Gut, Lowrider fahre ich nochmal kurz, komm. Den zeig mir nochmal kurz und dann
war es das mit dieser Folge. Aber das wollen wir noch schnell zeigen. Ja. Das Ding ist nämlich einfach der Ultra-Burner. Hat mich auch etwa 1,5 Millionen gekostet fast oder so. Die ganze Aufmotzerei. Kurz gucken, ob der Passivmodus noch wieder aktiv ist. Ich vergesse das nämlich so schnell. Haha, ja, ist er. So. Seht ihr? Hinten Westside, grüne Neons. Ultra und Hydraulik, Alter. Hydraulik. Schön, das Ding. Auch sehr geil. Kannst du, so, kannst du so fahren, ne? Läuft. Bis halt das ein bisschen Funken produziert, aber wir wollen ja kurz hüpfen, ein bisschen hüpfen. So, jetzt fahren wir ganz hoch. Das Auto ist nicht mal so langsam, ne? Natürlich schlägt es jedes Mal einen Schädel ein. Hinten geile Boxen, Westside und so Kram. Oh. Alter, ich hab das Auto verletzt. Alter! Zieh dich. So. Jetzt kurz, geh mich doch mal aus der Fies hier, ich will da vorbei. Mensch. So, hier, ne? Gut. Dann kommt jetzt ganz kurz ein Ultra-Shit. Ups, falsch. Na gut, doch, da kann man auch kurz was zeigen. Schön Bier zerfahren, ne? Ich geh jetzt da, fahre an, so muss das sein. So, und zwar, Leute, jetzt kommt's, Achtung. Fahrzeugtüren. Kannst mal den Kofferraum aufmachen. Zack. Seht ihr nahe Hydraulik und noch mehr Boxen und Subwoofer und alles. Ganz nice. Motorhaube. Groben Motorblock. Reingeklatscht das Ding. Ist alles schweineteuer. Jetzt kannst du noch so. Bisschen Hydraulik. Oder wie hüpft er hier? Da schickt er. Gut. Alles klar, dann würde ich schon mal sagen, da wir das mal gemacht haben hier, Fahrzeugtüre, Kofferraum und Motorhaube zu hier, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Ich packe noch ganz gekonnt hier aus. Das slidet wie eine Sau. Und wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder, hoffe ich doch mal, wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das geplant habe. Bis dahin, macht's gut und haut rein.